Ja, endlich. Endlich habe ich den Hund geschnappt und da ist dieser blöde Schlüssel, der total verbogen ist. Der ist total verbogen, ich habe es gerade gesehen. So, danke. So, Professor, hol mich bitte zurück aus diesem Albtraum. Ich will diese Mission nie wieder machen müssen. Nie wieder. Hurra! Was lange währt, wird endlich gut. Bravo, Luigi. Damit haben wir den Streuner und den Riesenschlüssel. Und dabei wollte der Kleine doch nur spielen. Na, fürs Erste muss er sich mit seinen Freunden unten im Gehege begnügen. Dann bitte festhalten, mein fährtenlesender Freund. Gleich geht's nach Hause. Mein fährtenlesender Freund. Oh Gott, dieser Professor. Ich mach den irgendwann alle. Ich mach den irgendwann alle. Sobald mir endlich mal die Chance dazu geboten wird. Ich hoffe mal, der Professor wird ein spielbarer Charakter bei Super Smash Bros. Den werde ich sowas von in die Fresse hauen. Also, unglaublich. Und man musste sogar, wenn man die Mission neu startet, nochmal diesen verdammten Boho einsaugen. Und das ist echt extrem nervig, weil man alles wieder von vorn machen muss. Auch die Geister draußen außerhalb, wo es dann geregnet hat, die waren auch wieder da. Und natürlich alles so, was wir gerade gesehen haben. Egal. Wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Somit kommt hoffentlich endlich der Bossfight, auf den ich mich natürlich schon sehr freue. So, lieber Professor, was hast du zu sagen? Willkommen zurück, Luigi. Dann lassen wir den kleinen Kugelblitz mal ins Gehege. Ja, Gott sei Dank. Sperr den bitte ein und lass ihn nie wieder raus. So, da ist er. Der Buhu, 549 hätten wir und wir kriegen ein neues Upgrade. Neues extra verdient. Geil. Nächste extra gibt es erst bei 10.000. Und jetzt haben wir sogar die dritte Stufe von unserem Staubsauger. Super lange A-Ruckleiste ist ganz gefüllt. Kannst du mit A einen super starken Ruck ausführen? Ja, Gott sei Dank. Aber wieso ist der Geist... Wo ist der Hund? Der Hund will irgendwie nicht raus. Oh oh. Oh oh, ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Oh mein Gott. Nein, er ist frei. Er ist frei und ist weg. Na, großartig. Super. Toll gemacht, Herr Professor. Mich tritt der Storch. Wie ist der Kleine aus dem Schreck weg? 0915 entfleucht. Ich muss wohl die Dichtungsringe austauschen. Na, aber das hat Zeit. Schnell, zeig mir mal den Schlüssel. Der Schlüssel ist total verbogen, habe ich doch vorher schon gesagt. Siehe da. Total verbogen. Igitt, der ist ja ganz zerkaut und völlig Ektoschlabber. Und voller Ektoschlabber. Ich gebe ihm meinen Toad zum Saubermachen. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Du musst wissen, meine Analyse unserer beiden Finstermondstücke ist gerade abgeschlossen. Wow, mein Gott, ist das witzig. Spektrogene Parakomposition, Fährmann, Astrographie, oh Gott, Ektolyse, der ganz schöne Spökus. Alter, was der für Worte hat! Einfach ausgedrückt habe ich unsere Finstermondstücke gefragt, wo ihre Freunde sind. Und sobald ich die Daten in mein Paraskop eingebe, wissen wir exakt, wo wir hin müssen. Ja, okay, dann wollen wir mal schauen, ob das auch so stimmt. Wenigstens ist diese Mission endlich vorbei. Wenigstens ist diese Mission vorbei, aber dafür bester Rang. Wipfelstürmer, endlich ist der Schlüssel unser, dann wollen wir mal, nicht wahr? Ganz oben in der Krone des hohlen Baumes wartet das Finstermondstück auf uns. Okay, dann wollen wir das machen. Zeit für den letzten Bossfight von dieser Welt. Luigi, der Moment ist gekommen. Bist du bereit, dieses finstere und unheimliche Tor zu öffnen? Nein, ich bin nicht bereit. Genau, da hat er recht. Da hat er recht. Endlich kann ich mit dem Paraskop Millimeter genau bestimmen, wo wir das Finstermondstück finden. Millimeter genau. Dafür kriege ich nur auf der Karte ein Ausrufezeichen. Es ist im Baumhaus, ganz oben in der Krone des Baumes. Wir waren genau auf der richtigen Spur. Wow. Und das nennt er Millimeter genau? Ah, er hat ihn schon repariert. Und hier ist der Schlüssel, wieder so gut wie neu. Hoffentlich wird er mir jetzt wieder nicht geklaut. Damit kannst du das Tor zum Baumhaus öffnen und das Finstermondstück suchen. Ach, und Luigi, das Paraskop empfängt starke Signale aus dem Baumhaus. Immens starke Signale. Aber du passt ja auf dich auf, oder? Natürlich tust du das. Naja, so wie ich im letzten Mal auf mich aufgepasst habe, ich bin gestorben, lieber Professor. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder so gut auf mich aufpasse oder nicht. Wir werden auf jeden Fall sehen, was uns der Bosskampf bieten wird. Denn wir kriegen das Finstermondstück ja nicht geschenkt. Das können wir uns leider abschminken. Und wo kommen wir raus? Ja, direkt davor. Gott sei Dank, wenigstens nicht diesen ewig langen Weg nach oben gehen müssen. Und das war jetzt wirklich extrem heftig. Also die Mission und die ganzen Efeu-Türme waren jetzt wirklich sehr, sehr lange. Hat sich übelst lang gezogen. Und jetzt, Louis, dann sperr doch mal auf und zeig uns, was denn da drin ist. Hoffentlich nicht wieder so ein ekelhafter Bossfight, der... ja, nicht so geil ist. Und Luigi fürchtet sich ein bisschen. Ist ja auch kein Wunder, wenn man irgendwo in einen Gang gehen muss. Luigi geht ganz vorsichtig rein. Oh mein Gott.
Ja, ich sag doch, er hat ein wenig Angst. Aber er ist da nicht alleine. Ganz bestimmt nicht. So, Louis, wo geht's lang? Oh mein Gott. Und da ist schon wieder so ein großer Geist. Da ist schon wieder so ein großer Geist. Hatten wir den nicht im letzten Mal? Unheimliche Treppe. Okay, welche Treppe soll ich denn hochgehen? Ich werde wahrscheinlich immer die richtige suchen müssen. Nee, das war natürlich nichts. Oh mein Gott, das können sich jetzt ja ewig ziehen. Das kann sich jetzt ja ewig ziehen. Seid ihr blöd? Auf jeden Fall war der eine Weg schon mal richtig. So, dann... Okay, da drüben sind die Lichter aus. Sollte ich mal zu den Lichtern... Ach so, okay, jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Also immer da, wo die Lichter aus sind, da sollten wir hin. Aber wir sollten uns auch gut eigentlich merken, wo die Lichter aus waren. Nee, da waren sie natürlich nicht aus. Okay. Na gut, ich versuche mal so gut wie möglich, mich dran zu erinnern, wo die Lichter aus sind. Natürlich müssen wir jetzt auch die ganzen Geister besiegen, ansonsten geht es nicht weiter. So. Bam! Gut. Also, wo sind sie denn aus? Also einen kleinen Tipp könnte man mir ruhig immer geben, damit ich das weiß. Okay. Also jetzt dann in die Mitte. Jetzt dann in die Mitte, dann nochmal in die Mitte. Dann nach rechts. Oh mein Gott, das schaffe ich doch never. Das schaffe ich doch nie. Hey, seid ihr blöd, dass man so weit nach oben muss? So, wo geht's jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube wieder links. Ja. Und dann? Kann man sich hier eigentlich irgendwo einen Hinweis erspawnen oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt in die Mitte gehen? Ja, in der Mitte war natürlich falsch. Okay. Boah, das ist jetzt echt anstrengend, Leute. Also, man sieht auch, man muss immer wieder alles von vorne machen. Egal, wie weit man gekommen ist und wenn man, glaube ich, ganz oben ist und es einem blüht. Ja, dann Prost Mahlzeit. Dann kann es ja noch länger dauern. Dann kann es noch... Geil. Also, so eine Mission finde ich jetzt nicht unbedingt sonderlich cool. Aber okay, was sein muss, muss sein. Die Treppen sind auf jeden Fall nicht cool. Nein, 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 die unheimliche Treppe ist gar nicht geil. So, nochmal, nochmal. So, okay, dann muss ich nochmal nach links. Okay, aber Gott sei Dank haben sie es nicht so kompliziert gemacht. Also noch zweimal nach links, dann nach rechts und dann in die Mitte. Ne, noch dreimal nach links. Okay. Bam. Bam. Ja. So, wie oft muss ich jetzt in die Mitte? Hat sich das irgendeiner gemerkt? Ich glaube dreimal. Einmal, zweimal, dreimal und dann, glaube ich, nach rechts. Ja. Ja. Und dann wieder in die Mitte, oder? Yes, wir haben es geschafft. Cool. Wir haben uns das exakt merken können. Ich finde es geil, dass ich diese bescheuerte Treppe geschafft habe. Okay, wie viele Geister haben wir jetzt eingesaugt? Ich glaube, drei Stück. Es war jetzt nicht viel. Also, ich bin jetzt nicht oft runtergeflogen. Und dann wollen wir mal schauen, was es denn hier so gibt. Hinter diesem schönen Verlies. Wenigstens gibt es ein paar Herzen. Das finde ich auch geil. Und gibt es eigentlich in der Boss-Mission auch ein Buhu? Ich glaube nicht. So. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch fast schon ganz oben angekommen. Boah, der Bossfight wird jetzt geil. Der Bossfight wird geil. Ich habe das voll im Urin. Ich habe das echt im Urin. So, Louis, dann geh doch mal ein Stück rauf. Ja, geh doch... Ach, geh doch rauf jetzt. Danke. Danke. So, bei der Baumkrone sind wir jetzt angekommen. Und wo zum Teufel ist dieser Geist? Ach, der ist da. Okay. Allerdings, wenn ich jetzt sterben sollte, werde ich das wahrscheinlich wieder machen müssen, oder? Ist das nicht so? Jetzt muss ich mir erstmal das Ganze hier anschauen, wie das denn funktioniert. In der Mitte kann ich auf jeden Fall... Kann ich da irgendwas machen bei dem oder nicht? Ja gut, irgendwas werde ich machen können. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich von dem treffen lassen. Bäm. Ach, jetzt auch hier. So, und zack. Und da ist der Geist. Und da ist der Geist, so. Oh, 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 weg hier. Ja, und... Er macht es gleich zweimal? Was? Hier bin ich erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht. Bitte nicht. So, und aber jetzt. Nein, Louis. Was ist mit dir verkehrt, Kerl? Was ist bitte mit dir verkehrt? Bist du bescheuert? Jetzt aber. So, jetzt ziehe ich ihn aber gleich mit dem Dreifachding. So, und bam. Zack. Gut, wenigstens neue Herzteile. Das finde ich schon mal sehr schön. Aber der Bossfight an sich ist jetzt gar nicht so schwer.
Naja, okay, okay, okay. Ich muss halt unbedingt darauf achten, dass mir ja nicht... Jetzt setzt auch noch was in Brand. Bist du verrückt? Oh Gott, Alter, bitte nicht. Und bam. Okay, jetzt spring doch nochmal hoch, damit du dich selbst demolierst. Bitte. Ein Sprung. Nee. Okay, okay. Ja, ich muss hier unbedingt aufpassen. Also ich darf auf jeden Fall jetzt nicht sterben. Weil ansonsten müssen wir das nochmal machen. Und ich glaube jetzt war... Ja, okay. Perfekt. Hat dieser Geist eigentlich auch 3 Leben? Ich nehme an. So. Gut. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Zeig doch mal, Kerl, was du drauf hast. So, bam. Und... Jetzt! Gut! Das wäre schon mal eine Nummer 2 gewesen. Also noch, glaub, einmal und dann hätten wir es geschafft. So, zack, die nächste haut runter. Und wir sind schon wieder ein Stückchen näher am Finstermondstück. Und der Bosskampf zieht sich schon ein bisschen lange, oder? Naja, es geht, es geht. Es geht einigermaßen. Also ich versuche die Folge natürlich so kurz wie möglich zu halten. Allerdings möchte ich jetzt auch nicht unbedingt in einem Bossfight schneiden und auf den nächsten Part setzen. Also das möchte ich nicht machen. Definitiv nicht, Leute. Da seid ihr bei mir in der falschen Adresse. So, jetzt komm. Komm, 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 komm. Wobei ich diesen Bossfight gar nicht so belastbar finde wie den letzten Bossfight. Da fand ich den letzten Bossfight ein bisschen anspruchsvoller als den hier. Weil das Prinzip ist ja eigentlich immer gleich. Immer diese blöde Treppe da ausnocken. So, und das war jetzt dein letztes Mal. Und jetzt bist du fällig. Und jetzt bist du fällig. So. Bam. Und bam. Und zack. Gut, das war's. Das war's. Jetzt müssen wir nur noch einsaugen. Und jetzt. Und tschüss. Danke. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, ich dachte schon echt, mein Staubsauger explodiert. Das wäre es jetzt noch gewesen. Kann ich jetzt da ohne irgendwelche Beschwerden darauf? Oder muss ich erst die Treppe selber aufmachen? Ach, die ist ja total hinüber. Dass Louis sogar die Power hat, den wegzuschieben. Finde ich ein bisschen krass. So. Geld einsammeln und natürlich auch noch das Finstermondstück. Und es ist endlich unser! Wir müssen nicht mehr in die Efeutürme. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Endlich nicht diese Efeutürme mehr. Wobei ich glaube, dass die nächste Welt wird bestimmt genauso was von widerlich. So, Professor, bring mich zurück, bitte. Bring mich zurück. Yellow. Luigi, alles in Ordnung? Noch ein Meistergeist. Damit hätte nun wirklich niemand gerechnet. Aber du hast es geschafft und das Finstermondstück erbeutet. Toll gemacht. Die Aussicht von dort oben ist sicher phänomenal, aber leider gibt es noch zu tun. Ich hole dich zurück. Halt dein Schnurrbart fest. Ciao. Ciao, Bello. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh. Es passiert wieder irgendwas. Es passiert wieder irgendwas. Oh. Mach das Ding doch da weg. Tja, er wird's nicht mehr los. Ja, jetzt klebt's wahrscheinlich auf... jetzt klebt's am Fuß. Ich hab doch gesagt, er wird's nicht mehr los. Doch, jetzt. Ja, er hat's geschafft. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Finstermondstück geholt. Aber ich glaube auch gar nicht so viel Geld, oder? Nee, nur 60. Schade. Aber dafür bester Rang. Wow, Rang Nummer 3. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich so gut war. Aber der Bosskampf war jetzt wirklich geil. Die Treppe war jetzt nicht so der Bringer. Aber ansonsten war das eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Sache. Auf jeden Fall. Geil. Damit können wir uns dann auf jeden Fall auf die nächste Welt freuen, die wir natürlich jetzt noch gleich erblicken werden, weil ich will euch ja nicht so im Dunkeln lassen bis zum nächsten Part. Nein, 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 nein. Die schauen wir uns schon noch an, was es sein wird. Aber zunächst gönnen wir uns erstmal einen kleinen Dialog von unserem schönen Herr Professor. Wobei schön, naja, er ist jetzt nicht sonderlich schön. Willkommen zurück, Luigi. Entschuldige, wenn es hier nach frischem Popcorn riecht. Ich konnte nicht widerstehen. Dein Duell mit dem Meistergeist war so spannend, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Dann bitten wir unseren Gast mal fürs Erste ins Gehege, wo er keinen Schaden anrichten kann. Na gut, dann zeigen wir uns doch. Der Geist sieht ungefähr aus so wie der letzte Bossgeist. Also ich finde, da hat sich nicht viel verändert. Dann gucken wir doch mal. Ja, 52 Wunzen. Okay, der ist auch ein bisschen kräftiger. Die 60 hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Die 60 Geldstücke. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm. So, was gibt's als nächstes? Beide Finstermondstücke wurden also von Meistergeistern bewacht. Sehr aufschlussreich. Damit haben wir zum zweiten Mal einen Meistergeist mit einem Finstermondstück getroffen. Nein, das kann kein Zufall sein. Aber nachdem wir dein famosen Fundstück doch erst einmal wenig sauber, ja. Machen wir erstmal sauber. Okay, gut. Mach den sauber, damit sich der nächste Nebel lichtet auf seinem geilen Schallplattenspieler. Also irgendwie sieht die Maschine schon witzig aus, oder? Was haltet ihr davon? Tja, sowas muss man auch erstmal hinbekommen, oder? Okay, er ist wieder schön rein, er ist wieder schön sauber und glänzt. Und somit öffnet sich das nächste Gebiet. Oh mein Gott, was ist denn das bitte? Was ist das bitte? Was ist das bitte? Aha, hast du das auch gespürt? Lass mich schnell nachschauen, ob meine Theorie stimmt. Jawohl, Luigi, der Nebel hat sich ein weiteres Stück verzogen.
Wo geht's hin? Wo geht's hin? Also ich glaube, es sind wirklich 5 Gebiete. So wie es auf der Karte zumindest mal aussieht. Ich kann dich nun zu einem neuen Gebäude televoxeln. Sicher voller furchterregender Gespenster. Ich bin ja so gespannt. So, was ist denn die nächste Welt, wenn ich fragen darf? Was ist die nächste Welt? Okay, ja, die Zusatzmission kann man, glaube ich, nur machen, wenn man alle Buhus hat. Und die nächste Welt wäre der Ingenieurshof. Hier wurden einst die Edelsteinuhren im ganzen Land gefertigt. Deine Armbanduhr stammt sicher auch von hier. Schau mal nach. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann schließen wir den Part an der Stelle ab. Schauen uns nochmal ganz kurz den Ingenieurshof an, so von außen, wie er aussieht. Macht auf jeden Fall einen geilen Eindruck. Und wir sehen uns schon bald wieder bei Let's Play Luigi's Mansion 2. Und tschüssi!